Dritter Teil, Reaktionszeiten und was hat das mit Geschwindigkeiten zu tun? Reaktionszeit, typisch beim Menschen und was hat das mit der Geschwindigkeit zu tun? Als erstes machen wir mal folgenden Versuch und zwar nehmen wir mal an, jemand hält zwischen zwei Fingern, hier ist die Hand, hält einen 10-Euro-Schein. Und ein anderer nimmt hier seinen Finger und hier seinen Daumen und hält die noch auseinander und wartet nur darauf, dass der Schein runterfällt. Dann werden wir mal sehen, wie schnell die Reaktionszeiten sind. Gucken wir es uns mal an. Reaktionszeit, wir haben diesen Versuch jetzt gemacht, gab viel zu lachen, es gibt noch andere Spielchen dabei und so weiter. Also, wer eine Wette machen will, bitte im oberen Drittel, also der Finger hier, hier, die Finger von dem Fänger, die sollten im oberen Drittel bleiben und ein bisschen auseinander sein. Sonst habt ihr keine Chance, wenn ihr eine Wette macht. Aber darauf kommt es jetzt nicht an, sondern auf was Ähnliches. Man glaubt, es wäre ein böser Traum, man kriegt es nicht zu fassen. Das liegt ganz einfach darin, dass ich, wenn ich mit meinem Auge das sehe, dass jetzt was passiert, erstmal diese Information ins Gehirn gelangen muss. Vom Gehirn aber wird sie verarbeitet, runter übers Rückenmark und dann irgendwann an die Muskeln fast zu. Und das dauert, das ist das Problem. Na, also darum geht's. So, und diese Reaktionszeit, ja. Okay, also so ein Blödsinn. Die Reaktionszeit hängt also davon ab. Die Information, Achtung, Schein fällt per Lichtgeschwindigkeit ins Auge, kein Problem. Aber die Übertragung der Nerven, dann die Umsetzung im Gehirn, dann wieder die Übertragung bis zum Muskel greift zu, also bis hierhin, das dauert ungefähr, T ist rund eine Sekunde. Bei schnellen Leuten halbe Sekunde, 0,3 Sekunden, rund eine Sekunde, ich schreibe mal Sekunde. Ungefähr die T-Reaktionszeit, TR. Die Reaktionszeit ist ungefähr eine Sekunde. Das jetzt mal zu einer typischen Geschwindigkeit. Wir hatten ja gesagt, typische Geschwindigkeiten. Jetzt nehmen wir mal den Verkehr, Straßenverkehr, 50 km pro Stunde. Da machen wir mal ganz schnell draus, 45 km pro Stunde. Warum? Weil wir das nämlich sofort in Meter pro Sekunde umwandeln können. Wenn wir gesagt hatten 90 km pro Stunde, 90 km pro Stunde heißt 25 Meter pro Sekunde. Das brauchen wir wegen der Sekunden. Dann kann ich hier sagen, das sind 22,5 Meter pro Sekunde. So, und jetzt stellen wir uns das in der Stadt vor. Ein Auto fährt mit, wir nehmen mal 45 km pro Stunde, also mit 22 Metern pro Sekunde fährt dieses Auto vorwärts. Ach, na, jetzt habe ich es andersrum mal. Ich wollte es andersrum. Das soll ja so rumfahren. Also machen wir einen Kombi draus, machen wir es kürzer hier vorne. Das fährt also mit 22 Metern pro Sekunde. Und jetzt kommt hier irgendwie, das ist so typisch, aus einem Hauseingang ein Ball angeflogen. Dann kann man ganz sicher sein, dass ein Kind hinterher rennt. Also wenn ein Ball auf die Straße fliegt, könnt ihr euch später daran erinnern, kommt garantiert ein Kind hinterher. Wenn dieses Kind jetzt plötzlich auf die Straße rennt, dann hat der Autofahrer natürlich ein Problem. Er sieht es, sein Gehirn sagt, ah, bremsen. Ja, aber das Problem ist folgendes. Bremsen schreit sein Gehirn. Denn sein Auge hat es gesehen. Bis das unten zum Fuß hingekommen ist, hat der Mann 22 Meter. In einer Sekunde, ne? 22 Meter zurückgelegt. Jetzt kann man sich vorstellen, weshalb das so gefährlich ist, wenn der nicht mit 22, sondern mit doppelt so viel, mit 22. Ich bin auch ein bisschen doof. 12 Meter pro Sekunde zurückgelegt. Was ist aber, wenn er mit der doppelten Geschwindigkeit, also viel zu schnell durch den Ort fährt, hat er noch weniger Chancen, wirklich noch zum Stehen zu kommen. Das Problem ist noch, das kann man sich auch merken, man sagt einfach, die Kilometer pro Stunde ergeben ungefähr den Bremsweg, also ungefähr 45 Meter Bremsweg noch dazu.
Und das ist das Problem. Darauf wollte ich nochmal kurz hingewiesen haben. Das kann man einzeln ausrechnen. Machen wir jetzt nicht so spannend. Ist nicht so wichtig. Das Problem ist wichtig. Wenn ich mit rund 12, 13 Meter pro Sekunde unterwegs bin und mir passiert sowas, dass mir jemand auf die Straße rennt, muss ich diese blöde Reaktionszeit einrechnen und danach fängt das Auto erst an zu bremsen. Das heißt, ich habe schon mal 12 Meter, die sind umsonst in der Reaktionszeit. Dann fängt der Bremsprozess an. Und wenn der Bremsprozess anfängt, sagt man ungefähr, das ist eine Faustformel, die Kilometer in Stunden sind die Meter, bis das Auto steht. Also hätte ich hier nochmal rund 45 Meter, bis die Karre steht. Das sind 12 Meter vergeudet. Das ist das Problem. Und deswegen hat mein alter Fluglehrer recht gehabt. Wer zu schnell im Ort fährt, der bescheißt. Der bescheißt sich selbst, bescheißt andere und bringt sich um wertvolle Bremsmeter, die er schon lange auf der Bremse stehen könnte. Fragen dazu? Setzen wir noch einen drauf. Ihr seid mit dem Fahrrad unterwegs. Wir hatten ja gesagt, eine typische Fahrradgeschwindigkeit hier oben, ne? So um die 20 Kilometer pro Stunde. Wenn man das mit dem Fahrrad macht, ach nee, ich mache ein schwarzes Fahrrad. Wenn man das mit dem Fahrrad macht, dann kann man sich auch wieder vorstellen, was hier los ist. Dann sind das ja 20 Kilometer pro Stunde, ist rund ein Viertel von 25, also sagen wir 6 Meter pro Sekunde. Rund 6 Meter pro Sekunde. Und jetzt wieder meine Reaktionszeit. Wenn mir da irgendwas auf die Straße hüpft, 6 Meter ist weit. Dann habe ich 6 Meter schon mal vergeudet. Und dann kommt meine Bremsung wieder dazu, habe ich noch 20 Meter zum Anhalten und dann wird es spannend. Also, das steckt dahinter. Das sollte man nie vergessen. Das ist das Problem dabei. Reaktionszeit ist beim Menschen nun mal gegeben, weil unser Gehirn nicht schneller arbeiten kann, weil unsere Nerven so langsam sind. Die kann man trainieren, aber selbst die besten Leute kommen auf 0,3 Sekunden ungefähr. Es bleibt immer noch was übrig. Das ist das ganze Thema Reaktionszeit. Noch Fragen? Gut, das zu dem Thema noch. Gucken wir noch mal, ob wir irgendwas ver. Gucken wir noch mal. Typische Geschwindigkeiten haben wir durchgesprochen. Reibung, Reaktionszeiten im Zusammenhang mit typischen Geschwindigkeiten hier. Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer in der Stadt und so weiter. Reaktionszeiten als Spaßversuch, Reaktionszeiten in der Praxis können über Leben und Tod oder Krüppel oder gesund oder sonst was entscheiden. Ich schließe das Video damit ab.